So, Sportmagazin Schwarm, sage ich ja heute, haben wir einen ganz besonderen Termin. Heute sind wir zu Gast in Bad Schussenried in der Erlebnisbrauerei. Ja, bei mir der Chef, der Herr Jürgen Ott. Herr Ott, danke erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ganz besondere Location. Ja, und dann natürlich Udo Steinberger. Udo, ja, es geht um das Spiel zum ersten Todestag vom Johnny Steinberger. Wir begleiten das Ganze ein bisschen. Es findet ein Gedenkspiel statt am 31.05. am Nebenplatz vom Rosenau-Stadion. Ja, die alte Wirkungsstätte vom BCA Oberhausen. Ja, Johnny war Zeit seines Lebens ja, im Fußball sehr, sehr aktiv als Spieler. War dem FCA, so wie du auch, sehr, sehr verbunden. Und Udo, erzähl uns einmal ein bisschen, warum dieses Spiel? Ja, warum dieses Spiel? Das ist erster Jahrestag, Gedenken für Johnny Steinberger. Er hat gelebt für Fußball, ist geboren worden, ist gestorben für Fußball. Und da möchte ich irgendwie ein Zeichen setzen zu diesem Tag, zum Gedenken dieses Spiels des ersten Jahres, mache ich ein Benefizspiel für meinen Bruder Johnny. Da kommen auch mehrere professionelle Leute zusammen und da möchte ich ein Zeichen setzen. Ja, es wird eine Mannschaft vom David Winterstein trainiert, die andere Mannschaft von Marco Löhring, auch Wegbegleiter vom Johnny. Aber es wird auch ein Mann tätig sein, man kann sagen, ein Freund von dir, und das ist der Herr Jürgen Ott, der Chef hier von der Erlebnisbrauerei. Herr Ott, Sie sind jetzt einige Jahre mit dem Udo befreundet. Wie ist denn die Freundschaft entstanden? Ja, die Freundschaft ist entstanden nicht über Fußball ausnahmsweise, sondern über geschäftliche Beziehungen. Er ist ja einer der bekanntesten Schrotthändler und er hat sich zur Aufgabe gestellt, die Brauereien, die investieren, die neue Geräte kaufen, neue Tanks kaufen, hier das alte zu entsorgen und das, muss ich sagen, fachgerecht abzubauen. Und so ist es entstanden. Zuerst hat man sich über den Preis unterhalten. Da ist der Udo ein harter, aber ein gerechter. Und auf meiner Seite als Oberschwabe ist es natürlich dasselbe. Und wenn einmal zwei solche zusammenkommen wie wir, dann ist das eine gute Sache. Und so hat sich das ergeben im Fußball. Und in seinem Anhang war ja meistens dabei sein Bruder Johnny. Und so hat sich diese Freundschaft ergeben. Herr Ott, wir sind hier in einer ganz besonderen Location, nenne ich es mal. Wir sind hier im Schussenrieder Bierkrugmuseum. Gibt es seit 1994. Man sieht hier ca. 1200 Bierkrüge. Eine ganz besondere Sammlung, die einzige, glaube ich, in Deutschland oder die erste. Da können Sie mir sicherlich ein bisschen mehr darüber erzählen. Also Bierkrüge sammle ich ja schon mein ganzes Leben lang, schon seit meinem Studium in Weihenstephan als Diplombrauingenieur. Und da hat sich das ergeben, dass man in die Bierzelte und so weiter etwas gesammelt hat. Die waren damals relativ günstig, im Gegensatz zu dem, was heute in der Ausstellung ist. Der Bierkrug hat mich fasziniert, weil mein Vater war total dagegen. Früher war der Bierkrug für die Brauerei eine Last, weil man musste ihn immer umsonst hergeben, immer gratis geben. Und jeder Wirt und jeder Verein hat es ausgenutzt. Und so wurde der Bierkrug, vor allem der Steinkrug, wurde dann zum Schluss noch, ist er geendet in der Garage zum Ölwechsel. Das hat mich gestört, das hat mich eigentlich berührt. Und weil mein Vater so dagegen war, war ich plötzlich dafür, wie es halt so ist im Leben. Und so habe ich jetzt dann fast nahezu 50 Jahre habe ich Bierkrüge gesammelt. Aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, nur historische Krüge. Und meine Sammlung hier mit über 1200 historischen Bierkrügen endet im Jahre 1925. Alles andere ist für uns eigentlich nicht ausstellbar. Die Sammlung umfasst alle Materialien, die es auf der Welt gibt, vom Gold, Silber, Email, was man sich vorstellen kann, Stein, Glas. Und hauptsächlich bewegt sich die Sammlung dann zwischen 1750 und 1900 vom Alter der Bierkrüge. Viele Krüge waren natürlich nie zum Biertrinken geeignet, weil sie zu zerbrechlich sind oder zu kostbar, aber sie waren immer Geschenke zu verschiedenen Anlässen, für Taufe, Geburt, Hochzeiten und so weiter. Bierkrug, diese
Diese Sammlung ist aber nicht ihre einzige Leidenschaft oder Leidenschaft gewesen, sondern sie waren ja auch im Fußball sehr aktiv, als aktiver Spieler und dann halt auch bei den Stuttgarter Kickers waren sie aktiv. Könntest du über die Zeit ein bisschen was erzählen? Ja gut, in meinen jungen Jahren war ich natürlich hier im heimischen Verein, der immer relativ hoch gespielt hat. Also damals Schwarzwald-Bodensee-Liga mit Bad Schussenried war ich tätig und habe dann auch bei meinen Praktikantenzeiten in Neumarkt in der Oberpfalz ein Jahr gespielt und vor München in Aying, das war damals diese A-Klasse. Da wurde ich sofort freundschaftlich aufgenommen im Fußballverein und als Praktikant ist man froh, wenn man dann, wenn man vor allem als Schwabe nach Bayern gekommen ist, so kurz nach dem Krieg, so einfach war das gar nicht. Ihr als Augsburger, ihr seid Schwaben, aber wir sind Oberschwaben und wir sind damit Württemberger. Und das ist eine ganz andere Mentalität, aber der Fußball hat alles verbunden. Es gibt ja Fußball und Musik, diese Dinge und Sammelleidenschaft, das verbindet immer. Und so habe ich mich da sehr wohl gefühlt, habe dann auch in München noch studiert, aber da war keine Zeit mehr zum Fußballspielen. Und später dann als Brauereichef, nachdem wir Oberschwaben sind, gehören wir ja zu Stuttgart und die Stuttgarter Kickers, da habe ich den Präsidenten kennengelernt, den jetzt verstorbenen Herrn Axel Dünnwald-Metzler und da hat sich eine ganz tiefe Freundschaft aufgemacht. Und er hat mich dann als Sponsor mitgeholt zu seinen Kickers. Damit war damals verbunden der Aufstieg in die erste Bundesliga, Halbfinale, Pokal und so weiter. Ausgeschieden damals gegen Werder Bremen. Alles Stunden, die nicht vergessen sind, mit Zittern und Beben. War 8 Jahre dann im Aufsichtsrat in Stuttgart, war eine wunderschöne Zeit. Obwohl wir Oberschwaben mit Stuttgart sonst nicht so viel im Hut haben, aber das war gute menschliche Verbindung. Ja, ein Mann, der viel zu erzählen hat, der Leidenschaften hat, im Fußball aktiv war. Die Erlebnisbrauerei Bad Schussenried hat aber noch mehr zum bieten. Sie haben ein Oktoberfest, heuer vom 2. bis 5. Oktober hier in Schussenried. Sie haben ja so eine Art Musikantenstadl, SWR hat hier gefilmt. Erzählen Sie mal da ein bisschen drüber. Ja gut, die Idee zur Erlebnisbrauerei kam dann mit der Einführung des Biergrubmuseums. Das musste ja auch werblich gestaltet werden und damit haben wir gleich die Brauerei auch mit verbunden. Also verkaufe dein Bier über den Einstieg in die Kultur und das hat hervorragend funktioniert. Damit kamen dann natürlich viele Ereignisse und Events kamen dann dazu, so wie der Schussenrieder Fuhrmannstag, ein Kind von mir. 120 Gespanne historisch fahren nur mit Pferden, fahren von der Brauerei durch die Stadt. Das weitere, das jetzt laufende Oktoberfest, ein Bierzelt mit 6000 Leuten, jeden Tag ausverkauft. Ab 4 Uhr gibt es keine Plätze mehr. Wir nehmen keine Reservierungen an, weil es gibt, sonst haben wir den gleichen Zirkus wie München und das wollen wir nicht, sondern die Leute kommen und Eintritt ist immer frei, also auch grundsätzlich. Bei der Brauerei, wenn die Eintritt verlangt, macht es einen Fehler. Und dementsprechend ist aber dann der Bierumsatz und dann ist das wieder ausgeglichen. Weitere Veranstaltungen sind das Schussenrieder Ostereiermarkt, ein Kind meiner Frau. 50 bis 60 internationale Künstler stellen ihre Ostereier hier aus. Immer zwischen 4.000 und 5.000 Besucher. Der Adventsmarkt genauso. Ein Kind von mir wieder, der Schussenrieder Josefstag. Ich habe parallel zur königlich-bayerischen Josefspartei, da ja auch in Augsburg eine Abteilung sitzt. Und der Chef dort, der Wurmser, Josef, ist ein guter Freund zu mir. Und ich habe dann den Schussenrieder Josefsverein gegründet, habe jetzt 1700 Josefs bei mir. Und die kommen am Josefstag, am 19. März, kommen die alle nach Schussenried. Und er wird richtig gefestet in unserem Stadel. Ja, man sieht, hier wird einiges mit Tradition verbunden. Oder wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Was auffällt, wenn man hierher kommt nach Bad Schussenried, hier in die Erlebnisbrauerei, man fühlt sich sofort wohl, es ist urig, es ist gemütlich, es ist toll alles, gepflegt. Udo,
zurück zum 31.05. wäre natürlich schön, wenn der Herr Jürgen Ott sich Zeit nimmt, wenn er überhaupt die Zeit hat, vorbeizuschauen. Würden wir uns natürlich freuen. Udo, es kommt der Mario Basler, es kommt vielleicht der Armin Fee. Es kommen viele, die an Johnnys Seite ihn durch sein Fußballerleben begleitet haben. Ich an der Stelle sage erstmal herzlichen Dank, Herr Ott, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir Ihr Gast hier sein durften. Wir zeigen im Anschluss ja noch ein paar Bilder hier. Liebe Augsburger, wenn ihr mal Zeit habt, was Tolles sehen wollt, kommt hier nach Bad Schussenried, die Erlebnisbrauerei. Alle Fußballer trinken gerne Bier. Könnt ihr hier, toller Biergarten, sehr, sehr gemütlich. Ich bedanke mich, Herr Ott, erstmal. Hoffe, dass wir uns wiedersehen. Udo, 31.05. um 15 Uhr, Nebenplatz vom Rosenau-Stadion, machen wir dann das Gedenkspiel für den Johnny. Und dann haben wir da sicherlich einen tollen Ehrentag und rennen uns zurück und genießen das Ganze dann. Ich sage danke und wir sehen uns am 31.05.